Hey Leute, ich bin's Conny und heute gibt's Free Items! In dem chinesischen Roblox ist jetzt nämlich wieder ein neues Event rausgekommen, das heißt so. Und ich werde euch das Spiel in der Videobeschreibung verlinken. Alles, was ihr machen müsst, ist diesem Spiel joinen und es spielen. Das hier hat man irgendwie verschiedene Obbys und muss hier halt irgendwie so, ja, man muss halt die Obbys schaffen. Dann sind hier random auf der, also nicht random, schon an festgelegten Stellen auf der Map irgendwo Roboter verteilt. Wie da unten der hier oder der da oder der da. Und die müsst ihr sammeln und wenn ihr genug Roboter gesammelt habt, könnt ihr hier auf den Shop klicken und durch diese komischen Items kaufen. Es gibt, was auch immer das ist, das sind also Rückenaccessoires und es gibt scheinbar auch diesen Avatar und ich versuche diesen Avatar zusammenzukriegen. Die Roboter respawnen immer wieder nach einer Weile, was mir nicht gefällt ist, das hier sind eigentlich Teleporter, aber der teleportiert mich nicht und ich weiß nicht, was ich machen muss. Vielleicht komme ich an der Stelle erst weiter, wenn ich schon ein paar Items habe. Keine Ahnung. Geht's wieder runter und fange von vorne an, weil ihr werdet irgendwo hier unten spawnen in dem Spiel. Ihr müsst übrigens, wenn ihr dem Spiel beitretet, auf irgendwelche Knöpfe drücken, auf denen dann irgendwelche chinesischen Zeichen sind. So habe ich jetzt einen Roboter gesammelt. Also wenn da irgendwelche Schaltflächen sind, klickt drauf, dann kommt ihr auch rein ins Spiel. So, jetzt bin ich auf den Teleporter rauf, kann hier lang. Die Roboter, die hier waren, sind noch nicht respawned. Der Roboter da ist aber respawned. Sogar beide. Ui, die gönnen wir uns. Die gönnen wir uns sowas von. Movende Plattform, das ist so schwierig. Ich schaffe das immer nicht. So, ersten Roboter haben wir, dann auch den zweiten. Irgendwie laggt das bei mir gerade. Aber wir schaffen das schon. Mein Telefon macht dödödüm und ich wäre fast runtergefallen. Oh Gott. Aber die Roboter hole ich mir. Nein! Okay, den will ich zuerst haben. Please, danke. Und dann noch den da. So, jetzt habe ich 15 Robots. Ich denke, das sind meine Robots. Das heißt, ich kann mir schon mal das kaufen, was auch immer das ist. Das hier wird ja sein, weil das ist Geld. Und ich habe es gekauft. Abzeichen verdient. Roblox Conny hat das Unnamed von Atu Lubu verdient. Dann gehe ich in einem neuen Tab einfach mal auf mein Roblox-Profil. Man sieht, dass ich dieses Spiel spiele. Ich scroll mal ein bisschen runter. Bei mir sieht die Seite ein bisschen anders aus als bei euch vielleicht, weil ich Better Roblox habe. Und ich gehe auf Rücken, weil ich glaube, das ist ein Rücken-Accessoire. Und hier ist jetzt der Vektor-File. Cool. Ich habe einen Vektor-File, den ich mir auf den Rücken klatschen kann. Und ich will auch noch die anderen Sachen sammeln. Und dafür muss ich halt noch weitere Roboter. Hier kann ich nicht rein, aber der teleportiert mich. Und von hier komme ich dann hier hin. Yeah. Nein, 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 nein. Nein, das zieht mich runter. Na gut. Jetzt bin ich wieder hier. Ich will nicht hier. Ach, egal. So, wie die Teleporter funktionieren, weiß ich nicht. Dahinter wird aber bestimmt ein System stecken, das Sinn macht. Hier kommt man nicht weiter. Der funktioniert nicht. Der funktioniert, obwohl. Nee, funktioniert safe auch nicht. Ich kann versuchen, hier den Teleporter noch. Please. Please. Ich will den Teleporter, please, nehmen. Ja, dann nehme ich den hier und bin wieder hier. Wow. Na gut. Da unten ist wieder ein Roboter am Start gespawnt. Dann hole ich mir auch wieder die vom Start ab. Weil man muss halt ganz viele Roboter sammeln. Was ich möchte, ist, ich möchte hier diesen Skin zusammensammeln. Dann bin ich endlich ein cooler Anime-Charakter. Ich weiß gar nicht, also der wird wahrscheinlich gar nicht auf was reell basieren. Der Typ hat auch eine schöne Taktik. Der steht einfach nur rum und macht gar nichts und sammelt halt den Roboter immer dann ein, wenn er respawnt. Ihr seht, das war jetzt, ja, keine 4 Minuten her, weil die Aufnahme dauert gerade mal 4 Minuten bei mir. Also, ja, kann man sagen, so alle vielleicht 3 Minuten respawnen die Roboter und dann kann man die nehmen. Da ist wieder einer gespawnt, der war vorhin nicht da. Und ein zweiter müsste ja eigentlich gleich auch wieder bei mir spawnen. Vielleicht ist es auch zufällig. Vielleicht ist es zufällig, wann die respawnen. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn man genug Roboter gesammelt hat, warum man auch immer Roboter sammeln muss, kriegt man diese Items. Und diese Items, die wird es sicher nicht für immer geben, weil das hier ist ein Event und die Events sind irgendwann vorbei. Deswegen geht hier einfach in das Spiel rein, solange das Event noch da ist. Sammelt die Roboter, geht auf die komischen Teleporter. Auf einmal seid ihr wieder hier, wo es nicht weitergeht. Es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, sich teleportieren zu können. Obwohl, das hier. Okay, die Partikel hier gehen rauf. Das bedeutet, hier kann man spawnen scheinbar, aber nicht weg. Hier kann man weg, aber wenn man hier rauf geht, kommt man ja wieder dahin. Und wenn man dahin geht, kommt man ja wieder hier. Und das ja gar keinen Sinn macht. Das heißt, das hier ist, glaube ich, eine Sackgasse. Vielleicht ist das ein Fehler, weil es macht ja gar keinen Sinn, dass es hier nicht weitergeht, aber alle Wege hier hinführen. Mal, hier kommt man weg. Hier kann man nicht mehr rauf, weil die Partikel gehen hoch. Das heißt, hier kann man nicht wegteleportiert werden, sondern hier kommt man hin teleportiert. Oh, guck mal, der da oben grabt sich einen Roboter. Das machen wir auch mal. Oh, Bruder. Das merke ich mir. Hallo? Please? Hey, ich fühle mich so verarscht. Den gönne ich mir aber. Meiner. Und da oben darf ich scheinbar nicht hoch. Mit den Blöcken kann ich nicht interagieren. Vielleicht muss ich mir auch diesen Skin anziehen. Vielleicht reagiert er sonst nicht. Ja, wie auch immer. Ich gehe jetzt hier rauf und bin dann wieder hier. Wow. Das heißt, ich muss einfach mal. Oh, hier kann ich mich wegteleportieren. Und dann komme ich hier hin. Und von hier aus kann ich es nochmal versuchen. Okay. Wenn ich den Sprung nicht schaffe, werde ich wieder hier hin tippet. Aber ich will. Ja, ich hab's geschafft. Und der ist wieder gespawnt. Perfektes Timing. Perfektes Timing. Von hier komme ich dann wieder hier hin. Oh, das ist so gut. Das ist so gut. Warte mal. Das heißt, wenn ich den hier einsammle, kommt doch bestimmt gleich der wieder. Weil den habe ich doch danach eingesammelt. Nee, es scheint halt nicht damit zusammenzuhängen, wann ich sie eingesammelt habe. Vielleicht haben die einen bestimmten Zeitraum, wann die respawnen. Ich habe keine Ahnung. Weil der Typ, der Roboter, der hier ist, der ist auch noch nicht respawned. Also es kann sein, dass die alle ihren eigenen Zyklus haben, wann die respawnen. Und es dann egal ist, wann man in diesen Zyklus einsammelt. So würde ich es mir erklären. Das hier
der andere noch schon wieder oder immer noch nicht ist. Na, der unten ist ein Roboter. Den grab ich mir. Den grab ich mir sowas von. Ha! Ich hab's übrigens auch schon ein paar Mal geschafft, hier irgendwie zwischen der Map zu landen. Dann muss ich meinen Charakter zurücksetzen. Gibt's hier noch einen Weg? Ah ja. Sehr cool. Also es gibt auf jeden Fall eine Menge Roboter. Es gibt auf jeden Fall eine Menge Roboter, die man einsammeln kann. Habe ich inzwischen genug für was Neues? Na, noch nicht ganz. Das hier möchte ich noch haben. Das möchte ich noch haben. Und das möchte ich auch noch haben. Aber 50 Roboter sammeln dauert eine Weile. Da hinten ist wieder einer gespawnt. Wo ist die Augen offen halten? Da ist auch einer. Oh ja, yeah, zwei Roboter hier. Der Roboter da ist immer noch nicht zurück. Die geben die unterschiedliche Punktzahl. Jetzt habe ich 18. Jetzt habe ich 19, okay. Aber wenn man sich dann diese krassen Roboter holt mit den roten oder den blauen Antennen, die mehr Punkte geben, gucken wir mal. Wir müssen jetzt nochmal schnell einen finden. Wir werden das ganze Spiel hier rausfinden in diesem Video. Gibt es da hinten den? Ja, der ist wieder da und der hat rote Antennen. Der ist krass. Der bringt epische Punkte. Aber hier muss ich mich konzentrieren. Das ist so schwer. Die sind dann auch noch unterschiedlich schnell. So, jetzt habe ich 19 Punkte und wenn ich den einsammle, habe ich 20 Punkte. Okay, es bringt scheinbar nicht unterschiedlich viele Punkte. Oh, da hinten sind zwei. Wie komme ich denn da hin? Keine Ahnung. Wenn ich hier hingehe und dann hier hingehe. Obwohl, wir gehen doch hier hin. Wir holen uns diesen Roboter, gehen hier hin. Und da ist wieder einer drauf. Und da hinten sind welche. Aber die kriege ich ja sowieso nicht, weil irgendwie die Blöcke lassen, die verschwinden, wenn ich darauf gehe. Die gönnen einfach nicht. Das sind einfach Nichtsgönner. Nein! Hä? Warum war da noch Velocity drauf? Der hat sich doch gar nicht gedreht. Scam, das ist alles ein Scam, Leute. Da kommt man nicht durch. Hier ist eine unsichtbare Wand. Das heißt, ich muss wieder von vorne anfangen. Oder ich kann wieder die Roboter, die hier unten chillen, einsammeln. Der ist wieder da und der da hinten ist auch wieder da. Und jetzt sind, ja, nochmal so 5 Minuten rum. Vielleicht respawnen sie wirklich alle 5 Minuten. Das kann sein. Jetzt habe ich den, beim letzten Mal habe ich ihn ja wirklich relativ frisch aufgesammelt. Und jetzt sind so knapp 5 Minuten seitdem rum. Gut, dann wage ich einfach mal zu behaupten, dass die Roboter alle 5 Minuten respawnen, aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Anders kann ich es mir nicht erläutern. Dann müsste, oh, da oben ist auch einer. Wie kommt man denn an den ran? Ich habe keine Ahnung. Muss einfach mal andere Wege gehen als sonst. Aber was haben wir hier für einen anderen Weg als sonst? Wie soll ich denn da hochkommen? Wenn ich nur Chinesisch könnte, dann könnte ich entziffern, was hier steht. Vielleicht stehen hier Tipps oder so. Aber ich weiß es nicht. Es kann sein, dass man vielleicht diese Items braucht, um, oh, mehr machen zu können. So, jetzt gönne ich mir aber den hier. Bam. Ja, Mann. Abzeichen verliehen. Wir gehen wieder hier hin, aktualisieren, gehen auf meine Rückenaccessoires und jetzt ist hier die Nebelklinge. Yeah, und die ist doch cool. Und die ist riesig. Die tragen wir. So, dann gehe ich jetzt einfach mal auf Charakter zurücksetzen und Charakter sofort weg. Jetzt trage ich die Nebelklinge. Oh Gott, die Nebelklinge hat was mit meinen Augen gemacht. Aber auch gut. Ich bin gespannt, ob die was ändert. Aber das ist so riesig. Als ob man so, also ich war der Meinung, als ich damals ein paar UGCs gemacht habe, da hieß es noch, dass die nicht so groß sein dürfen. Oh, guck mal, der hat schon den Skin, ne? Und ich glaube, das hier ist zu groß für ein UGC. Aber vielleicht ist es bei Event-Items anders oder Roblox hat einfach die Einstellung dazu geändert. Weil ich hatte sowieso das Gefühl, dass die das nicht wirklich kontrollieren mit ihren Maximalgrößen. Die Nebelklinge macht es mir übrigens schwerer. Ich sehe gar nicht, wo ich stehe. Ja, aber dieses nächste Item, das kriege ich bei 40 und dann nochmal bei 50. Das heißt, oh Gott, ich muss noch eine Menge sammeln. Einfach, uiuiui. Aber wir gehen jetzt nochmal auf diese komische, auf den Bodenrutsch hier. Hallo? Wir schaffen das schon. Und hier werde ich hier ein TP und dann bin ich wieder hier. Was soll das? Ich habe schon wieder die ganzen Wege vergessen. Aber ich muss noch, nein! Oh, ich muss noch 80 Dinger sammeln. Aber das sind beides weg, Reihenteleporter. Das macht gar keinen Sinn. Ich meine, man geht jetzt hier rüber und das ist ein Teleporter, den man nicht wahrnehmen kann. Ihr seht, die Partikel gehen hoch. Das heißt, ich kann mich hier nicht weg-TPen. Und das macht er auch. Was soll dieser Ort? Naja. Ist da unten? Hallo? Ist das ein Roboter? Please? Nein, das war nur eine komische Pflanze von oben. Naja. Ich würde sagen, ich möchte das Video nicht weiter in die Länge ziehen. Ihr wisst, wie ihr an die Free Items rankommt. Oh, den Roboter hole ich mir noch. Den Roboter hole ich mir noch. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Die Roboter gönne ich mir auch noch. Please, nein, nein, ich habe beide nicht gekriegt. Ich warte, wenn ich hier runtergehe, dann kriege ich einen Neuanfang. Ja, genau. Und jetzt nochmal neu. Also erstmal den, dann hier runterfallen, dann kriege ich einen Neuanfang. Und dann noch den holen. Dann hier runterfallen und hier kriege ich auch einen Neuanfang. Und dann kann ich hier runterrutschen. Und dann bin ich wieder hier. Das war's und ciao!